Hallo und herzlich willkommen zu Tinkerchips Lab. Heute mal wieder mit einem kleinen Review. Ich habe nämlich von der Firma Ninetech, schreibt sie so, diesen netten kleinen Auto-Zigarettenanzünder-Lade-Dingsbums bekommen. Dieses Teil an sich, gut, was soll man groß dazu sagen, funktioniert einwandfrei. Das Schöne ist, im Vergleich zu meinem Hammer-Ladeteil, es pfeift nicht wild rum. Also man kann auch ohne Kopfschmerzen zu kriegen mit dem Ding Auto fahren. Es hat einen Ausgangsstrom von 3,1 Ampere und einen Eingangsspannungsbereich von 12 bis 24 Volt, was sehr praktisch ist. So kann ich es direkt in meinem Feuerwehrauto auch mitverwenden. Ganz hervorragend. Dieses Teil tipptopp. Was mir allerdings nicht so gefällt, ist das mitgelieferte USB-Apfelgerät-Kabel. An sich super Idee. Man hat hier einen ganz normalen Micro-USB-Stecker. Ja. Der sitzt super, funktioniert einwandfrei, klasse. Und dann haben wir hier einen Adapter von Micro-USB auf diesen proprietären Apple-Kram. Auch der sitzt ganz wunderbar im Apfeltablett drin, läuft, lädt super, kann man nichts gegen sagen. Aber, liebe Freunde, was ist das für ein Kabel? Flachbandkabel an sich habe ich jetzt nichts gegen, aber man sieht es vielleicht schon, das ist ein starres Kabel. Wenn ich das jetzt biege, verharrt das relativ starr in seiner Position, wie ich es gerade hingebogen habe. Und wenn ich das dann noch etwas fester biege, dann habe ich einen richtigen Knick da drin. Wie viel wetten wir, dass dieses Kabel einen Monat hält bei starker Beanspruchung? Ich meine, klar, wenn man das Ding jetzt nur an seinem Nachttisch hängen hat, gar keine Frage, spitzenmäßig, klasse Idee. Vor allen Dingen, man kann immer sagen, okay, jetzt ist gerade das Apfelding leer oder jetzt ist gerade das andere Telefon leer. Super, gefällt mir echt gut. Aber was soll dieser Quatsch heutzutage immer irgendwie alles nach Design oder nach Style, da weiß der Geier was zu bauen. Auch diese Sache mit dem Knickschutz. Wo ist hier ein Knickschutz? Das knickt doch genauso hier am Stecker ab. Und hier. Ja, wie oft soll ich das so biegen, bis es durch ist? 20, 30 Mal? Ich merke jetzt schon, wie es leichter geht. So, ich habe es vielleicht 20 Mal gebogen. Und ich stecke das jetzt mal hier in mein Ladegerät ein. Einmal in die Steckdose. So. Einmal hier rein. Versuchen wir das doch mal. Oh Wunder, es lädt nicht. Nein, ich kriege es nicht mehr zum Laden. Und was mir gerade auffällt, hier ist ein extremer Hebel drauf. Es knirscht schön in der Buchse. Also, soll man sagen, Kabel, Schrott. Ladegerät, Spitze. Topteil, aber das Kabel ist für den Arsch. Kurz und bündig, bis dahin, euer ACLF hier.